Alter, nähert dich. Mikrogravitation entdeckt. Sie haben Angst. Nein, nichts, was die Erinnerungsbildung stört.
Morgen. Morgen. Hier Chief Eleazar. Die Luftschleusen der Talos sind versiegelt, aber es gibt da eine Öffnung im Frachtraum. Ich glaube, sie kommen von dort auf die Station zurück. Anzug wurde beschädigt. Schädliche Atmosphäre entdeckt. Ich sehe sie morgen. Wir haben den Frachtraum verschlossen und sicher. Fürs Erste. Wird schwierig, hier reinzukommen. Dank der Explosion gibt es keine Luftschleuse mehr. Vielleicht können Sie was mit den Frachtcontainern anfangen.
Morgan, je länger ich über die Idee mit den Containern nachdenke, desto besser gefällt sie mir. Versuchen Sie, einen intakten als Luftschleuse zu verwenden. Dr. Yu! Morgan! Hier oben, Officer Cool! Wir können die Haupttür nicht öffnen, sonst kommen unsere Freunde durch. Sie müssen auf den Laufsteg. Wir bringen sie rein.
Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Alles in Ordnung? Wie ist das alles passiert? Das sind die Vorräte der Sicherheitsleute. Die sind nicht für Sie. Morgan? Ich dachte... Ich weiß nicht, was ich dachte. Schön, Sie zu sehen. Stellt Transtar eine Rettungsmission zusammen? Ich war im Treibstofflager, als das Feuer ausbrach und wegrannten. Aber sie rannten nicht vor dem Feuer weg, sondern vor diesen Gestalten. Ich hatte das Feuer eingedämmt und wollte zum Treibstofflager, als Officer Rose kam und mich rausholte. Gott sei Dank. Ich wusste nicht, was los war. Nichts von diesen Dingern. Alle, mit denen ich gearbeitet habe, sind tot, oder? Vielleicht war ja eine der Kreaturen für die Explosion im Treibstofflager verantwortlich. Sind sie intelligent? Haben sie das geplant? Ich habe gehört, dass alle Fluchtkapseln defekt sind. Alle? Wie ist das möglich?
Gott, wie diese Dinger sich bewegen. So krank. Was macht es? Oh mein Gott, hat es... Ich glaube, mir wird schlecht. Es hat gerade noch so ein Ding erschaffen. Es hat es aus Enochs Leiche gezogen. Leiche? Ich weiß nicht. Es hat ihn vielleicht gerettet. Könnte immer noch Enoch sein. Sieht das etwa so aus? Sam, versprich mir, dass du mich tötest, falls ich je so enden sollte. Sarah wird uns hier rausholen. Sie hat uns so weit gebracht. Wir sind hier sicher. Vorerst. Ich mach mal einen Rundgang. Hallo, schön Sie wiederzusehen, Dr. Yu. Medizin-Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Ich habe noch nie so eine miese Situation erlebt. Nicht mal im Mittleren Osten. Morgen, Yu. Sie sind also dem Simlet entkommen. Ja, ich wusste Bescheid. Ich habe mir die Protokolle angeschaut, als es hieß, dass sie degradiert wurden. Und was sehe ich? Dass sie ins Simlab ein, aber nie ausgecheckt haben. Weiß nicht wie, aber sie... Fliehen. Genau wie diese Viecher, von denen ihr Bruder meinte, dass sie nicht ausbrechen können. Was zur Hölle? Hätte gern bessere Nachrichten. Wir halten hier gerade so durch. Unsere Standard-PPNs sind gegen diese Dinger ungefähr so hilfreich wie Wasserpistolen. Wir kommen nur durch Frachtraum B zur Talos zurück und der ist verriegelt. Zu unser aller Sicherheit. Sie wollen den Code? Dann befestigen Sie unsere Stellung. Das heißt Auslöscher. Und zwar jede Menge. Dafür... Brauchen wir aber den Fabrikatorplan und einen intakten Fabrikator. Wir kommen weder an das eine noch an das andere. Der Fabrikatorplan liegt im Tresor vom Sicherheitsbüro, das dank des Rumpfbruchs unerreichbar ist. Mit einem Anzug können Sie aber einen Spaziergang machen. Wir brauchen dringend zusätzliche Feuerkraft. Tja, ich weiß nicht, was Sie vorhaben morgen, aber denken Sie dran, wichtig ist nur noch, wie Sie die Leute behandeln, die noch am Leben sind. Was ist mit den Geschützen? Ah, Sie haben den Medizinoperator benutzt. Dieser riesige Typhon ist erschienen, nachdem Sie Alien-Neuromods installiert haben. Sie werden gejagt. Es muss einen Weg geben, einige Geschütze in Betrieb zu nehmen. Du hältst die Stellung? Was? Was meinst du? Ach, nichts. Ich wollte nur wissen, ob alles okay ist. Oh, ja, Officer Rose. Elle, danke. Schön zu hören. Diese Transtar PPN-8-Pistolen sind hauptsächlich Blendwerk. Die bringen nicht viel. Mit den Auslöschergeschützen haben wir eine Chance.
habe ein Satellitenprojekt zur Psychotronik-Signalübertragung gefunden. RPSS-X5. Ich glaube, damit könnte eine Neuralsignatur, die ihrer entspricht, gefälscht werden. Auf gut Deutsch, damit schaffen sie sich den neuen Typhon vom Hals. In den letzten Protokollen stand jedoch, dass der Satellit beschädigt wurde. Sie müssten ein Ersatzteil finden. Sie könnten wirklich einen Medizinoperator gebrauchen.